Wichert, Wichert aus Berlin. Guten Tag, ja, ich weiß, Wichert. Bitte, trinken Sie mal. Es ist nicht sicher, weder im Guten noch im Bösen. Aber der Professor hat von einer gewissen Möglichkeit gesprochen. Herr Schnuppe, es hat doch bisher noch keine einzige gründliche Untersuchung geben können. Und das rechte Bein? Ja, gebrochen. Sehne gerissen. Aber sieh mal, unser Andi hat doch seinen Humor behalten. Er hat doch so gemacht. Bitte? Tee? Danke. Zwei Tee, bitte. Zwei Tee. Ah. Musste das auch noch passieren? In der Möbelunion geht schon so viel schief. Nicht so viel, dass ich das nicht alles fest im Griff habe. Du gibst es nur nicht zu, ich kenne dich doch. Schon seit Wochen schläfst du unruhig, ausgerechnet du. Keine Angst. Du schnarchst sogar nicht mal mehr. Ja, darüber solltest du dich nur wirklich freuen. Rüdiger, Uschi. Alles bricht irgendwie auseinander. Rüdiger und Uschi, die haben sich nur gerade wieder gefangen. Ja, weil du die Beziehung künstlich belebt hast, weil Uschi für dich arbeitet. Thomas Schnupp, das mit der Brauerei und die Gaststättenausstattung, das war doch auch deine Idee. Du, wenn ich mir vorstelle, dass wir nicht mal deiner Mutter die Wahrheit gesagt haben. Die weiß überhaupt nicht, wo wir sind. Ausgerechnet heute will sie nach Mallorca fliegen. Na, hoffentlich. Das wäre eine große Erleichterung. Nee, du, also ich liebe meine Mutter, das wurde nicht extra betonen, aber... In dieser Situation, da kommt sie eben nicht so exakt auf den Punkt wie du. Hast du Rüdiger die Wahrheit gesagt? Without passing the passport of France to Düsseldorf in Paris, kindly proceed for passport control at gate number 15.
Brille absetzen? Okay. Dankeschön. Warum gehen Sie nicht ins Haus? Herr Pino ist doch da. Vielleicht weiß er was, was ich lieber nicht wissen möchte. Davor habe ich Angst. Hannelore wollte doch anrufen. Sie hat es fest versprochen. Ja, dann wird sie es auch tun. Du darfst dich nicht aufregen, Walter. Ich halte Disziplin, meine Liebe. Keine Angst. Zwei Bier und zwei Korn. Fenster hat schon fünfmal aus Gütersloh angerufen. Dass dieser Unfall unserem Chef ausgerechnet jetzt passieren muss, furchtbar. Ist irgendwas Wichtiges liegen geblieben, was ich erledigen könnte? Darüber konnte ich noch gar nicht nachdenken. Aber ich schaue mal besser nach. Alles wichtig. Alles. Das lässt sich nicht ändern. Haben Sie eine Nachricht für Wiechert? Bitte schön. Ich bin durchaus belastbar, Schatz. Hennstack hat sich mal angerufen. Er bitte dringend um meinen Rückruf. Na, dann ruf ihn jetzt. Das Leben geht nun mal weiter. Gerade jetzt. Hm? Ich fahr zurück ins Krankenhaus und setze mich auf den Flur. Aber warum? Warum? Einfach so. Möchten Sie einen Kaffee? Nein, danke. Ihr Sohn schläft jetzt. Einfach so? Oder mit Medikamenten? Nein, nein. Einfach so. Bestimmt. Warum ausgerechnet jetzt? Irgendwas muss ich doch auch tun. Warum denn nicht mal was für dich? Verstehst du das nicht? Gefällt sie dir? Später. Später wird sie mir sehr gefallen.
Assistenzzirk angerufen? Und Vater und Rüdiger? Irgendwas müssen wir ihnen doch sagen. Aber was? Dass er ruhig schläft zum Beispiel. Hat der Pfleger gesagt. Sonst nichts. Andi ist in jedem Falle außer Lebensgefahr. Er schläft. Aber die Untersuchungen können erst morgen früh beginnen. Ich weiß doch nicht, was für Untersuchungen. Der ist ja noch auf der Intensivstation. Ja. Da kann man ihn nicht nach Berlin bringen. Wir haben doch hier ausgezeichnete Spezialisten. Was? Das weiß ich selbst, dass es in der ganzen Welt gute Ärzte gibt. Ja, sehr gut. Werde ich alles ausrichten. Gut, Eberhard. Was macht denn meine Hannelore? Schön. Tschüss. Tschüss, Vater. Leicht macht dein Vater es einem gerade nicht. Ruf jetzt Tenstag an. Richard, guten Tag, Herr Tenstag. Ja, ich danke Ihnen für Ihr Verständnis. Na ja, so den Umständen ansprechen. Doch, 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 der ist in allerbesten Händen. Was? Aber der Kneißl kennt unsere Situation doch ganz genau. Dieser linke Finger, na, dem werde ich. Ja, natürlich. Ja, Herr Tenstag. Sobald ich kann, komme ich wieder nach Berlin. Ja, wiederhören. Schlimm? Ach, Schnuppe. Alles ist doch relativ. Ach. Hunger? Ach. Bisschen Durst. Whisky, Cognac, Gin Tonic. Wasser. Ich kann jetzt noch nicht zu Bett gehen. Ich bin hellwach. Na, dann sag mir doch endlich, was der Kneißl, dieser Mistbock von der Möbelunion will. Der Kneißl bestimmt unsere Kreditlinie in Berlin. Sag mal, für welche Kreditlinie ist der eigentlich nicht maßgebend bestimmend? Selbst bei unserem kleinen Haus. Und jetzt, wo dir es ein bisschen besser geht, da küsst er dir die Füße. Mit Rüdiger spielt er sogar Golf. Die Füße wird er mir nicht mehr lange küssen. Aber er wird weiterhin mit Rüdiger Golf spielen. Hoffentlich. Na? Jetzt komm doch endlich auf den gewissen Punkt. Wir fahren zum München. Wenn Sie ihn ranken können, dann geht es ihm doch wieder besser, oder? Aber er wird immer noch beatmet. Na ja, das ist ein ganz normales Sauerstoffgerät. Sicherheitshalber.
Familie Wiechert? Ja. Bitte setzen Sie sich. Danke. Also, es ist schlimm, aber nicht ganz schlimm. Das rechte Bein Ihres Sohnes ist gebrochen. Sehr unangenehm. Unterhalb des Knies eine Querfraktur. Und der Oberschenkel hat auch einen Knacksweg. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Wir werden die Behandlung des Bruches hier einleiten. Aber ich denke, Sie wollen Ihren Jungen möglichst schnell nach Berlin haben wollen. Ja. Ein Beinbruch. Ist es ein komplizierter Bruch? Es ist auch eine Rippe gebrochen und hat sich teilweise, wie darf ich Ihnen das explizieren, also einige Splitter haben sich in den linken Lungenflügel gebohrt. Da müssen wir operieren, möglichst schnell, sonst gibt es Ödeme. Wissen Sie, was das ist, ein Ödem? Wasser in der Lunge. Ja, wir werden den Kreislauf Ihren Jungen stabilisieren. Ich möchte das so schnell wie möglich machen. So ernst? Herr Wiechert, gestern habe ich eine Querschnittlähmung nicht ausgeschlossen. Heute bin ich mir sicher, dass das nicht der Fall sein wird. Wie gefährlich ist diese Operation? Jede Operation birgt ein Risiko. Selbst das Zahnenziehen. Ah, bitte, nach diesen eigentlich erfreulichen Erkenntnissen sollten wir uns gemeinsam in Optimismus üben. Meinen Sie auch nicht? Ja, dank je. Goed. Goed, de operatie kan voorbereid worden. En ik denk dat ik mijn studenten laat toekijken. Also, ich werde in einer Dreiviertelstunde operieren. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen. Morgen, Gabi. Morgen. Ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, ins Bett gegangen zu sein. Nein? Dabei hast du doch deine Eltern angerufen, weil du in Andis Bett schlafen wolltest. Echt? Ja, bitte. Danke. Also, Hannelore, Andis Mutter klang schon viel gefasster am Telefon. So schien es. Wirklich? Ja. Andi wird gerade operiert. Oh Gott. Ach, so schlimm ist das doch nicht. Wenn ich an meine Operation denke vor anderthalb Jahren, na, das war viel komplizierter, viel schwieriger. Ich weiß, wovon ich spreche. So ein paar Splitterchen, das ist doch ein Klacks. Glaube mir. So, mevrouw, meine Herren. Ich hoffe, dass ihr uw ogen vandaag wijd in de ogen zet. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wir müssen Ihnen danken, Herr Professor. Es ist erstaunlich glatt verlaufen. Ganz erstaunlich. Er wird gleich aus der Narkose aufwachen. Ihr Sohn wird noch nicht sprechen können, aber er wird sich wesentlich besser fühlen. Das Bein haben wir nur antherapiert. Das möchte ich den Kollegen von der Orthopädie überlassen. Ich wusste schon nach einer halben Stunde, dass der Professor heute einen guten Tag hatte. Ich hoffe, den hat er immer. Natürlich. Klasse ist er immer, aber heute war er ausgesprochen elegant. Verstehst du das? Als der Professor die Studenten zugelassen hat zum Gucken, dann war uns alle klar, dass er sich seine Sache absolut sicher war. Ja, ist alles gut gelaufen, super. Dann grüß die alte Flasche von mir. Gute Besserung. Was? Ja, Mutter. Ja, bei uns ist alles in Ordnung. Was? Ja, selbstverständlich hole ich Vater ab. Ja. Tschüss, Mutter, tschüss. Bei Andi ist alles super gelaufen. Er ist praktisch aus dem Schneider hin ins Büro. Guten Morgen. Morgen.
lange wir hier schlafen? Bitte, Herr Graf. Was soll denn Rüdiger denken? Es hat nicht geklappt. Aus. Endgültig vorbei. Ja, aber du bist doch jeden Morgen zum Repetitor gehechelt. Durchs zweite Staatsexamen fällt man doch nicht zweimal durch. Das gibt's doch gar nicht. Du bist jetzt schon Mitte 30, sag mal, hast du nur gegammelt? Das sieht so aus. Lass mal, ich mach das schon. Wenigstens das kann ich. Sag nicht, Schatz. Was denn? Ich möchte auch, dass du zurückfährst. Schnuppe, ungern. Ja, das will ich hoffen. Nein, 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 komm. Na, freust du dich? Wahnsinnig, du. Jede Frau freut sich über so ein tolles Geschenk. Auch wenn sie darüber ein bisschen älter geworden ist. Früher wäre mir sowas gar nicht eingefallen. Du wolltest immer nur Bügeleisen, Küchenmaschinen, diese olle Eismangel, die jetzt im Keller verrottet. Soll das ein Vorwurf sein? Aber nein. Mach höchstens Käthe einen Vorwurf. Wir haben uns obendrein noch eine Waschmaschine und diesen irre teuren Whirlpool geschenkt. Ach, dafür trägt die jetzt meine Sommerkleider. Du, also deine Mutter, ich muss dir sagen, die wird und wird nicht dicker. Die behält immer ihre schlanke, elegante Figur. Der passt alles. Na, wie praktisch für sie. Ja, für sie. Und ich kühle mich mit einer Diät nach der anderen ab. Bevor ich wegfliege nach der sündigen Dienst an einer Reistafel. Reistafel? Indonesisch? Ankunft British Airways aus Stuttgart, Flugstand 3. Arrival British Airways from Stuttgart, Gate Number 3. Ach, Rüdiger. An den Wiechers ist der Kelch noch mal vorübergegangen. Nun lach doch mal. Ich war gleich in die Firma. Wenn ich gleich in die Möbelunion wollte, hätten wir auch ein Taxi nehmen können. Ich brauche dich. Den Kneiser. Frau Wiechert hat Ihnen doch bestätigt, dass er die 13-Uhr-Maschine genommen hat. Er müsste längst hier sein. Einen Kaffee, Herr Tinster? Aber Fräulein Glaubrecht, Sie kennen doch meinen Magen. Immer noch? Chronisch. Oh. Ah. Ich wollte Ihnen mein Bedauern aussprechen. Ich habe von dem Unfall Ihres Sohnes gehört. Danke. Mein Bruder hat seine Krise bereits überwunden. Das ist schön, sehr schön. Krise. Tja, Krise. Wie ich meinen Rüdiger kenne, hat er dieses Wort nicht zufällig gewählt. Das denke ich auch. Herr Wiechert, bei allem Respekt, aber Gütersloh zieht Ihre Liquidität ab. Der Vorstandsvorsitzende hat mir versichert, dass... Das ist immer eine Interpretationsfrage. Ach, Herr Kneisel, setzen wir uns doch auf eine Schüssel Salat zusammen. Salat? Ich denke, die Viecher sind Feinschmecker, nicht, Rüdiger? Vor meinem Abflug habe ich mit meiner Frau exzellent gefrühstückt. Austern, Krevetten, getrüffeltes Omelett, nur sündhaft teure Sachen. Wir hatten nämlich einen Grund zum Feiern. Dann kann ich Sie nur noch zum Salat einladen und zum Lunch. Bälle scheint er genug zu haben. Meine Herren.
Schönen Dank. Wenn Sie uns den... Wenn Sie uns den Überbrückungskredit für den Gaststätten-Innenausbau nicht bewilligen, dann können wir den Laden dicht machen. Herr Kneisel, es geht um den gesunden Berliner Betrieb der Möbelunion. Ich weiß. Deshalb habe ich Ihren Sohn Rüdiger auch gebeten, seiner Geschäftsleitung klarzumachen, dass seine Brauerei die Renovierung der Gaststätten vorfinanziert. Herr Kneisel! Ich halte das nicht für einen unsittlichen Antrag. Schließlich ist die Brauerei Eigentümer der Gaststätten. In unserem bindenden Vertrag steht aber nichts drin von einer Vorfinanzierung durch den Auftraggeber. Es wird sehr schwer werden. Versuch es. Bevor das Kapital Kapital investiert, da drückt es die Vorkosten zunächst einmal auf den sozial Schwächeren ab. Und das sind in diesem Falle wir. Auch ich werde mein Bestes tun. Sollte es klappen, müssen Sie das Geld auf einem anderen Konto festlegen. Sonst zieht es Gütersloh wieder ab. Darf ich das denn? Doch, schon. Herr Kneisel, früher haben Sie mir doch auch persönlich jeden Kredit bewilligt. Woraufhin eigentlich? Auf meine blauen Augen? Sie persönlich sind mir heute auch noch manches Risiko wert. Und wenn ich nun arbeitslos werde und mit mir hunderte von Mitarbeitern und in der Bundesrepublik allein mehr als 3000 nur aus unserem Konzern. Sie haben solide Sicherheiten, Herr Wichert, machen sich doch nicht kleiner, als Sie sind. Sie sind nicht mehr der einfache Schreinermeister, Sie sind eine Führungskraft und die trifft es am wenigsten. Es geht doch nicht nur um mich. Ich habe Ihr soziales Engagement immer bewundert, Herr Wichert, aber, oder sagen wir lieber respektiert. Aber was Sie nun in der Situation der Möbelunion vorbringen, das kann ich nur als Sozialoperette bezeichnen. Na, jetzt ist aber Schluss! Sie haben sich wohl etwas im Ton vergriffen, Herr Kneisel. Ein Tipp, Herr Wichert, weil ich Sie kenne und schätze, ein Tipp unter der Hand. Keine Mauscheleien. Vater, bitte hören erst mal zu. Sollte die Brauerei mitspielen, kann ich Ihnen einen Überbrückungskredit für Lohnzahlung etc. pp. Bewilligen. Sorgen Sie dafür, dass Gütersloh die Finger von Ihren Konten lässt. Mit wem darf ich darüber reden? Tenstag sollten Sie einweihen, der sitzt an der Quelle. Bei meiner Meisterprüfung, da habe ich so etwas von Konkursverschleierung und Konkursbetrug gehört. Das wollte ich mir damals zwar nicht merken, aber jetzt fällt es mir wieder ein. Die Möbelunion hat weder Konkurs noch einen Vergleich beantragt. Nach außen hin ist die Möbelunion ein gesundes und solventes Unternehmen. Und nach innen stinkt's. Sie brauchen Geld in die Kasse, dann geht's auch wieder aufwärts. Tja, Mutter, ich weiß auch nicht, wie lange es dauern wird. Dieser Wichert ist mitunter sehr sprunghaft. Aber gandistisch könnte man sagen. Doch. Doch, unser Berliner Betrieb ist die Perle im Konzern. Darum ist er auch so hoch angesehen in Gütersloh. Ja. Ja, Küsschen. Tschüss, Mutter. Herr Wichert hat sich schon ins Bett begeben. Mehr hat er mir nicht gesagt. Was, schon um 7? Ohne mit mir Entscheidungshilfen auszuarbeiten? Hat viel durchgemacht in den letzten Tagen. Oh ja, natürlich. Wenn ich noch mal bitten dürfte, danke. Zwei Körnchen. Ach, so ein kleiner Korn und dauert so lange. Ja, heute zapft der Chef persönlich. Ne? Ja. Eberhard, kann ich dich mal was fragen? Alles, worauf ich eine Antwort weiß, Conny. Na, weißt du zufällig, wo Hannelore die Schlüssel zum Zigarettenautomaten hat? Nee. Da klemmen so ein paar Markstücke. Na du, Geld klemmt leicht. Neuen Pilz. Das ist ein gutes Geschäft. Mhm. Abend. Ah, jetzt ist mir klar, warum Ihr Schwiegervater Sie nicht in Ihrem Bett vorgefunden hat. Einen Pfefferminztee? Schau dir bitte. Liegst du keine wahnsinnig tatenlos? Richtig. Sie wirken aber nicht sehr zufrieden mit sich. Obwohl ich Erfolg hatte. Ja. Ach. Sie haben mit Kneisel eine Übereinkunft getroffen? Wenn die Brauerei mitspielt. Das wird sie bestimmt. Das ist die Rettung. Wieso Rettung? Mein gesundes Berliner Unternehmen muss sich gerettet werden. Für Kapitalbedarf ist Gütersloh zuständig. Wichert, wir beide müssen jetzt enger zusammenrücken.
Haben Sie nichts zu tun, Kuttlik? Weil ich so ein berechenbares Herz habe. Ich singe ja hier eine Sozialoperette. Das klingt sehr bitter. Ja, ist aber sehr erfolgreich. Na? Bitte. Darf ich Sie an meine Schorle erinnern? Ja. Aber bitte mit einer Scheibe Schwarzbrot. Mein Magen ist scheußlich übersäuert. So, bitte. Danke. Also morgen kommen Sie wieder in Ihr Büro. Versprochen? Natürlich kommt er. Nur ja, im Moment ist er sauer. Bitte, Herr Wichert, wie geht's dem Anni? Hat er schon was gesagt oder nach mir gefragt? Reden kann er noch nicht, aber an dich gedacht hat er. Aber in dieser Zeit muss er dich nicht mehr in der Kneipe meiner Frau rumtreiben, wenn Anni nicht dabei ist. Gute Nacht. Nacht, danke. Ah, er lacht schon wieder. Schönen guten Morgen, Herr Meisel. Na, wie war denn die Nacht? Ruhig. Na, dann schlafen Sie mal recht gut. Und Andi? Andi redet schon wieder wie ein Wasserfall. Der beschwert sich dauernd übers Essen. In dieser Stadt wird fantastisch gekocht. Und was kriege ich hier? Schlabberknie. Selbst dem Herrn Bundeskanzler würde man nach einer Operation nur Schlabberknie vorsetzen. Wie geht's Oma? Gut. Sie ist auf Mallorca. Mit dem Doppeldoktor? Natürlich nicht. Na, ich wette drum. Sag mal, von wem hast du nur deine schmutzige Fantasie? Mami, die Fantasie ist die große Schwester des kleinen Bruders Logik. Wow. Dir geht's ja schon wieder so gut, dass du Kiss wirst. Eigentlich kann ich mich an nichts mehr erinnern. Totaler Blackout. Nur mein Bein tut unheimlich weh. Und da tut dir gar nichts weh? Nein, wieso? Ja, der Professor ist sehr stolz auf seine Operation. Das kann er auch. Nein, außer meinem Bein tut mir nichts weh. Gott sei Dank, dass Oma nicht hier ist. Hm? Mit den Händen, Junge, solltest du Chirurg werden. Weißt du, das mit dem Bein, das wird schon noch ein bisschen dauern. Du wirst doch unter Umständen ein oder vielleicht sogar zwei Semester verlieren. Ach, was? Was soll ich dir als Mutter was vormachen? Es war eine sehr schwierige Operation. Aber nach einem Jahr wirst du dich wieder voll bewegen können. Ein Jahr. Ja, und du, und nach 8 Tagen, da können wir dich vielleicht schon wieder nach Berlin transportieren. Ist in Berlin alles okay? Tutti Paletti. Ach ja, ich soll dich schön von Gabi grüßen. Du, die will morgen hierher trampen. Nein. Doch. Opa hat sie fest im Griff. Glaubt er. Ha? Fräulein Glaubrecht, haben wir einen Termin mit der Brauerei? Heute Nachmittag um 16 Uhr. Danke. Gehen Sie bitte alleine hin, ja? Natürlich. Übrigens, der Gaststättenausbau wäre erfreulicherweise eine gute Idee. Ja, schon. Hoffentlich spielen die damit. Fahren Sie heute noch nach Gütersloh zurück? Ja. Der Betrieb in Mesche, der brennt mir unter den Nägeln. Sie taten gut daran, die Position des Produktionschefs abzulehnen. Tun Sie sich selbst und vor allen Dingen unseren Mitarbeitern einen Gefallen. Halten Sie das Schulmöbelprogramm noch eine Weile über Wasser. Dann garantiere ich Ihnen hier aus dem Berliner Unternehmen einen Quartalsgewinn. Und mit dem kann sich dann Gütersloh in Meschede eine Investition leisten. Wenn ich doch nur Ihren Optimismus teilen könnte. Kommen Sie, wir gehen in die Werkhalle ein bisschen Holz schnuppern. Es war doch alles besprochen, dass wir die ganze Seite hier rüberziehen, weil es sonst nicht passt. Ja, das muss man bezahlen. Ja, was hat denn das mit der Vertäfelung zu tun?
Hallo. Guten Morgen. Hallo, Tag. Gibt's was Neues bei Andi? Nur Gutes, der wird sogar schon wieder frech. Du, ich bin froh, dass meine Arbeit in der Möbelunion nicht ganz umsonst war. Nicht nur deine, Uschi. Die Arbeit aller Mitarbeiter. Du warst doch nicht gemeint. Naja, ist ja verständlich, dass jeder zunächst mal an sich selber denkt, ne? Was gibt das denn? Das ist ein Glasregal für die Kneipe mit dem Untergestell. Das ist ein Glasregal für die Kneipe mit dem Untergestell. Das ist ja sehr interessant. In der Kneipe sieht so ein Glasregal mit Untergestell immer ganz anders aus. Ich finde das alles sehr hübsch, sehr geschmackvoll. Sie doch auch, lieber Richard, oder? Ein guter Entwurf ist die Voraussetzung für eine gute Arbeit. Das eine bedingt das andere. Ja. Und auf Deutsch gesagt, oh Scheiße, kann man keine Sahne quirlen. Den Satz lernt Oliver sofort. Du warst vorhin so merkwürdig, richtig spitz. Gibt es einen Grund dafür, merkwürdig zu sein, anders als sonst? Dir und Mutter kann man wirklich nichts vormachen, oder? Schwer. Also... Ja, da stehen Sie ganz schön auf Schlauch, Graf, was? Und wie? Und was können Sie jetzt machen? Ich danke dir. Im Moment bin ich nichts weiter als ein ungelernter Graf. Aber ich habe nie arbeiten gelernt, nur studiert. Ewig. Hm. Graf allein reicht auch nicht. Ich bin eine verkrachte Existenz. Mit guten Manieren vielleicht. Also wenn Sie mich fragen, ich finde, dass auch verkrachte Existenzen ganz oben an die Spitze gelangen können. Hast du denn nicht genug geohnt? Nein, ich war zu doof. Ich hab's nicht gepackt. Aber so eine gewisse juristische Ahnung haben Sie doch. Als Sie mich vorhin duzten, gefiel mir das besser. Mir auch. Dem Sebastian läuft die Nase. Sebastian, komm. Wenn du meiner Schwiegertochter keine schönen Augen mehr machst, dann kann ich vielleicht was für dich tun. Ich brauche in meiner Firma einen jungen Mann, der eine gewisse juristische Ahnung hat. Jemanden, dem ich vertrauen kann. Der mir hilft, wo ich keine Ahnung habe. Überleg dir das. Gerne. Glauben Sie im Ernst, ich mache Ihrer Schwiegertochter schöne Augen? Ja. Da unterstellen Sie, Uschi, etwas, was absolut nicht stimmt. Ehrenwort. Ja, da ist der Fall. So, nun komm. Ja. Gott sei Dank. Um Punkt 9 werde ich entlassen. Kannst du jetzt richtig durchatmen, ohne Schmerzen? Ja. Hier tut nichts mehr weh. Aber mein Bein, das meine ich das Gelbe vom Ei. Abwarten. Hallo? Gabi! Ich hätte keine Augen. Ja, das sehe ich. Sag mal, Vater. Naja, lass euch lieber allein. Pass auf. Eigentlich könnte ich in diesem blöden Jahr ja die gesamte Fachpresse durcharbeiten. Es gibt ja so viel, was ich noch nicht kenne. Mami, wusstest du zum Beispiel, dass man in den fertigen Rotkohl zum Schluss noch eine halbe rohe Kartoffel reinreibt, damit er seinen frischen Glanz erhält? Ach, na ja, hör mal. Das ist doch wohl der älteste Trick. Jetzt sage bloß, das habt ihr auf der Hotelfachschule nicht gelernt. Nein, ein Skandal. Ja, alles in Ordnung? Wie liegen wir denn in den Kosten? Ali, Ali! Komm, ich zeig dir das nochmal. Nicht so ängstlich. Scheiße! Ach, weiter.
das nähen. Na, Sie können das bestimmt, Fräulein Glaubrecht. Gab es irgendwelche Anrufe für mich? Ja, Ihre Frau hat angerufen, dass sie so gegen 5 Uhr mit Andi in der Klinik eintreffen wird. Wie ich Sie kenne, haben Sie bestimmt inzwischen den ganzen Wiecher-Clan informiert. Ja, alle werden zum Empfang antreten. Auch Conny? Die arrangiert hier alles. Dann machen Sie mir mal eine Verbindung mit meiner Mutter auf Mallorca. Irgendwann müssen wir ja mal die Wahrheit sagen. Oh, Herr Wiecher. Ja, wenigstens ein Teil. Legen Sie es mir rein. Ja? Danke, Frau Glaubrecht. Hallo, Mutter. Hallo? Mutter? Ich kann es Ihnen ruhig sagen. Ihre Mutter und ich haben uns wieder versöhnt. Sie ist zur Gymnastik. Sie geht regelmäßig zur Gymnastik. Oh, Andreas hat sich ein Bein gebrochen. Andreas ist Ihr jüngerer Sohn, nicht wahr? Das kann ja immer passieren. Ja. Ich werde es ausrichten. Meine eigene Mutter betrügt mich. So, so. Auf der Zubringerstraße vom Flugplatz ist kein Stau. Ich habe mit meinen Kollegen gesprochen. Da ist was. Sie kommen. Hallo. Schau mal, alle sitzen da. Sitzen hier. Alles klar? Andis Bein muss mindestens 3-mal operiert werden, sagt der Professor. Weiß Andi das schon? Ich habe ihm gesagt, 3-mal. Ich habe ihm nicht gesagt, mindestens 3-mal. Weißt du, ich habe mir noch nie in meinem Leben was gebrochen. Ich kann da gar nicht mitreden. Sei froh, Schatz. Dafür habe ich mich in den letzten Tagen öfter verbogen und das heißt nur. War es schlimm? Ach, jetzt bist du ja wieder da. Also eins muss mal gesagt werden. Nicht mal der Herr Bundeskanzler hat eine so schöne Armbanduhr.